Hallo und herzlich willkommen aus der Heimkinoboutique in Köln. Heute wollen wir uns nochmal mit dem BenQ W2700 beschäftigen. Inzwischen wurden einige Geräte verkauft und wir haben öfters die Rückmeldung bekommen, dass die Farbwiedergabe nicht ganz so ist, wie der Kunde sich das vorgestellt hat. Warum das so ist und was ihr dagegen machen könnt, wie ihr das verbessern könnt, das zeigen wir euch in dem Video. Also dranbleiben. Jeder W2700 wird von BenQ individuell eingestellt, kalibriert. BenQ legt auch dafür ein Protokoll bei. Ihr könnt anhand des Protokolles dann auch nachvollziehen, erkennen, inwieweit euer Gerät die entsprechenden Normen trifft. Der REC 709 Farbraum, der wird zum Beispiel zu 100% getroffen und der DCI P3 Farbraum dann zu 95%. Das haben wir auch nachgemessen und die Ergebnisse, die sind auch wirklich gut. Also insbesondere für Geräte in der Preisklasse ist der Farbraum sehr gut getroffen. Wie kann es aber jetzt sein, dass man trotzdem den Eindruck hat, dass bei einigen Bildern ein gewisser Farbstich ist? Also Hauttöne wirken unnatürlich, der Himmel, der wirkt nicht so ganz natürlich. Wie kann es sein, wo BenQ doch behauptet, dass der Farbraum individuell eingestellt wird? Um zu verstehen, wie es zu diesem Farbstich kommt, muss man vielleicht mal verstehen oder kurz mal erläutern, was bei so einer Kalibrierung passiert. Also wenn wir hier in Köln für unsere Kunden Geräte einstellen, dann stellen wir unter anderem zwei Sachen ein. Zum einen stellen wir das Farbdreieck ein, so wie BenQ das auch macht. Das heißt, wir versuchen, dass die Eckpunkte Rot, Grün, Blau sich mit der Vorgabe, in dem Fall zum Beispiel die REC 709 Norm, decken. Ist das korrekt, dann können wir sicher sein, dass wenn wir einen intensiven Rotton haben, dass der nicht ins Gelb rutscht oder ins Blau, dass wir die Intensität gefunden haben. Was BenQ allerdings nicht macht, und das machen wir bei unserer Kalibrierung auch, wir prüfen den RGB-Verlauf. Der RGB-Verlauf, das sind die Rot-Grün-Blau-Anteile gemessen von Schwarz nach Weiß. Diese sollten dann möglichst gleichmäßig, also auf der Nulllinie sein, entsprechend der Farbtemperatur. Wenn das nicht der Fall ist, dann passiert nämlich Folgendes, dass wir zum Beispiel diesen angesprochenen Stich im Bild bekommen. Und das fällt relativ schnell auf. Das fällt sogar eher auf, als wenn das Farbdreieck nicht richtig eingestellt ist. Denn keiner weiß ganz genau, wie muss der Rotton sein. Es fällt aber sofort auf, wenn ich Hauttöne habe, wenn die anfangen zu kippen. Und das muss mit der RGB-Balance eingestellt werden. So, und diese RGB-Balance, die haben wir uns jetzt bei einigen W2700-Modellen angeschaut. Und die Ergebnisse, die sind also auch durchaus unterschiedlich. Man kann jetzt also nicht pauschal sagen, die Kurven sehen immer gleich aus, sondern sind durchaus Abweichungen zu sehen. Wir fangen also dann bei einem Wert von 10% Helligkeit an. Das Ganze machen wir natürlich ohne die Studiobeleuchtung. Das habe ich jetzt nur mal angemacht, dass man das alles hier ein bisschen besser sieht. Messen den Wert, gehen auf der Scheibe dann eine Helligkeitsstufe höher, bekommen dann für den nächsten Wert hier wieder einen Messpunkt, gehen wieder eine Helligkeitsstufe höher, messen wieder, gehen wieder eine Stufe höher mit der Disk, messen wieder und dann sehen wir dann die Unterschiede von Rot, Grün und Blau, wie die im Verhältnis zueinander sind. Idealerweise wäre es natürlich so, dass Rot, Grün und Blau hier bei 100% auf einer Linie wären. Wenn das so wäre, dann hätten wir die Farbnorm dementsprechend getroffen und wir hätten keinen Farbstich. Das heißt, wir hätten die gleiche Farbtemperatur so, wie sich der Regisseur sich das vorgestellt hat. Wir hätten also natürliche Hautwiedergabe und der Himmel, die Stimmung im Prinzip des ganzen Filmes, die würde 1:1 sitzen. Jetzt hier bei der Messung sieht man aber schon ganz deutlich, dass wir hier zum Beispiel in den helleren Bereichen viel zu wenig Rot haben. Es ist zu viel Grün da und auch ja, zu viel Blau. Das sieht man also auch, wenn man sich den Film anguckt. Das ist ein extremer Grün-Blau-Strich, je nach Bereich, wo man sich aufhält. Das fällt also auch ohne diese Messergebnisse aus. Also wir gehen hier schon bei Grün schon über die 10%. Das ist schon eigentlich zu viel. Also man sollte bei der Kalibrierung eigentlich schon unter diesen 5% bleiben. Alles, was da drüber ist, das wird dann schon sichtbar sein. Und gerade hier dieser Rotbereich, 15% zu wenig, das ist deutlich sichtbar dann. So, wie kann man das jetzt aber einstellen? Dafür schauen wir uns mal das Menü von dem BenQ an. Wenn wir beim BenQ jetzt den RGB-Verlauf einstellen müssen, dann müssen wir über das Menü, über die Advanced-Funktion in die Color Temperature gehen. Wenn wir hier sind, dann sehen wir im Prinzip die drei Farben, die wir eben auch auf dem Messbalken, auf dem Diagramm gesehen haben. Rot, Grün, Blau
und dann nochmal rot, grün, blau, einmal fürs Gain und einmal fürs Offset. Also für unsere erste Messung, da haben wir im grünen Bereich den Wert von 100 mal auf 95 gesenkt, haben eine Messung gemacht, wie ich das eben euch gezeigt habe. Vergleichen die jetzt mal mit unserer ursprünglichen. Das ist also hier unsere ursprüngliche Messung. Gerade in den oberen Bereichen, in den hellen Bereichen, da geht der Grünbereich doch über diese 110 rüber. Das heißt deutlich zu viel Grün. Wenn wir uns jetzt mal die Messung anschauen mit dem Gain von 95, da sehen wir, dass der Grünbereich konstant eigentlich unter 105 ist. In diesem Anfangsbereich, da hat sich nicht ganz so viel getan, sondern gerade eigentlich nur in diesen Spitzen von den Lichtern, da knickt die Kurve ab, die geht also richtig runter. Wir kommen teilweise sogar auf die glatt auf die 100. Hier in diesem Mittelbereich sind wir noch ein bisschen zu viel, aber immer noch unter 5%. Aber gerade dieser obere Bereich im Ganzen wurde so ein bisschen runtergesenkt. Im Vergleich nochmal dazu die ursprüngliche Messung, das geht also wirklich steil nach oben weg und sinkt hier wieder so ein bisschen mit dem Gain. Dadurch, dass wir den reduziert haben um 5 Punkte, konnten wir von 111, 112 runtergehen und konstant unter die 105 gehen. Im nächsten Schritt haben wir dann den Gain wieder hochgesetzt, also wieder auf die 100 und nur den Offset verändert. Dann sind wir mit dem also runtergegangen auf die 240 Punkte mal, um das zu zeigen. Und da hat sich dann herausgestellt, was heißt herausgestellt, das ist ja in der Regel so, dass wenn wir uns die Kurve angucken, auch der untere Bereich ein bisschen mit runtergezogen wurde. Gleichzeitig zwar auch die Spitzen, aber primär sind wir hier auf die fast auf 85 runtergekommen, wo wir bei der ersten Messung noch bei 95 waren. Was mit dem Offset, das heißt also mit dem Offset kann man eher diese unteren Bereiche ein bisschen korrigieren. Die gesamte Kurve geht zwar mit runter und der Gain ist also dafür da, um die Spitzen eher zu regulieren. Man muss ja so ein bisschen ausloten, eigentlich immer so eine Messung machen, aber wenn ihr also zu Hause eine Farbkorrektur machen wollt, nicht prinzipiell alles runterziehen, sondern euch mal vielleicht so einen hellen Himmel anschauen, wenn der zu viel Grün hat, da ein bisschen was runtergehen und den Offset lassen. Das heißt, der Offset ist dann vielleicht vereinfacht gesagt eher so für die Schattenbereiche gedacht, mit dem Gain so diese oberen Bereiche. Das sind so Möglichkeiten, die man zu Hause hatte. Sinnvoller ist natürlich, das Ganze dann mit entsprechendem Kalibrierwerkzeug zu machen. Das haben wir ja hier in Köln dann auch aufgebaut und so vermessen wir auch unsere Geräte. Wer möchte, der kann sich das Gerät natürlich auch von uns kalibrieren lassen. Ihr haltet dann zusätzlich zu dem Protokoll von BenQ noch ein kleines von uns dazu. Das haben wir extra für den W2700 entwickelt. Ihr habt dann einmal die RGB-Balance vor und nach der Kalibrierung, könnt also sehen, wie der Verlauf von Rot, Grün und Blau ist. Wir geben euch die Werte mit, was wir eingestellt haben. Und dann steht dem Filmgenuss eigentlich gar nichts mehr entgegen. Am Ende vom Video wollte ich euch nochmal hier eine Kombination vorstellen, die wir hier bei uns in der Ausstellung in Köln und Berlin vorführbereit haben. Das ist der W2700 in Kombination mit einer Delux-Leinwand, die Dark Vision. Das ist eine Tageslichtleinwand mit einem Gain von unter 1. Dadurch verliert das Bild Licht. Aber gerade in Kombination mit einem 4K-Projektor, also es muss nicht zwingend der W2700 sein, aber gerade die 4K-Projektoren in der Einstiegsklasse, DLP-Technik, haben einen vergleichsweise recht schlechten Schwarzwert. Und in Kombination mit so einer Leinwand kann ich natürlich den Schwarzwert absenken. Das sind dann auch nicht nur Vorteile wie hier jetzt bei uns im Tageslichtbereich, sondern auch wenn ich die Leinwand dann mal in einem abgedunkelten Raum einsetze, ich verbessere damit, verschlechtere damit den Schwarzwert, ziehe also den Schwarzwert runter und kriege dadurch nochmal ein bisschen mehr Tiefe ins Bild. Sehr interessant die Kombination, also Einstiegsbereich 4K DLP, Kombination mit der Dark Vision. Einfach mal vorbeikommen, schaut euch das an, je nach Filmmaterial, also sehr schöner Effekt, den man damit erzielen kann. So, das war's auch schon wieder mit unserem kurzen Video zum BenQ W2700. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, Daumen nach oben. Und am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns mal besucht. Kommt einfach mal vorbei nach Köln oder Berlin. Da könnt ihr euch mal den BenQ W2700 ansehen. Vielleicht auch in Kombination mit einer Dark Vision. Da haben wir noch andere nette Sachen. Besuch lohnt sich immer. Bis dahin, euer Gunnar. Tschüss.